Sie erinnern sich, die gestern, die beim letzten Mal da waren, dass wir uns da hauptsächlich mit der Nase beschäftigt haben, die ja so das Zentrum unseres Gesichts ist, aber wie ich das letzte Mal schon sagte, nicht das Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Aber wir haben gesehen, dass die Nase doch ein wahres Wunderwerk darstellt. Weit unterschätzt von uns. Also die Nase hat sehr, sehr viel mehr Bedeutung und aber natürlich auch sehr viel, sie kann sehr viel mehr, als wir das so gemeinhin eben immer annehmen. Ich habe hier mal ein paar Dinge zusammengestellt, was auch so zusammenfasst, so etwas, was wir schon besprochen haben. Also sie ist unser empfindlichstes Sinnesorgan. Einzelne Moleküle reichen schon aus, um von der Nase erkannt zu werden, um dem Gehirn gemeldet zu werden, um gerochen zu werden. Die Rezeptoren, mit denen wir riechen, über die wir ja gesprochen haben, diese Duftsensoren in der Nase, das ist die größte Genfamilie in Ihrem Genom. Und wenn Sie wissen, wie umkämpft jeder Platz im Genom ist, dann können Sie sich vorstellen, wie wichtig für die Biologie und für die Natur und die Evolution diese Rezeptoren sind. Sonst würden Sie nicht den größten Teil des Genoms für irgendeine Genfamilie überhaupt für das Riechen reservieren. Wir haben gehört, dass wir über 30 Millionen Riechzellen besitzen in der Nase. Also eine Zahl, die andere Zellen der Sinnessysteme weit übersteigt und weit überschreitet. Auch wenn wir zugeben müssen, dass es natürlich noch ein paar so Tiere auf dieser Erde gibt, von Hunden gar nicht zu reden, die das 10 und sogar 30, 40-fache, die haben also mehrere 100 Millionen Riechzellen. Aber mit 30 Millionen sind wir schon ganz gut ausgestattet, wenn man ehrlich ist. Und wir können über 1 Billion Düfte unterscheiden. Das wird Sie vielleicht am meisten überraschen. Man dachte ja immer, wir sind so Mini-Nasen, Mikronasen, die eigentlich fast gar nichts mehr können, was Riechen anbelangt, weil wir ja inzwischen mehr mit Sehen und Hören beschäftigt sind. Ist überhaupt nicht wahr. Also unsere Nase kann über eine Billion Düfte unterscheiden, nicht innen und auswendig lernen. Dazu sind wir natürlich in der Lage, weil wir gleich hören werden heute, dass wir uns natürlich die Düfte merken müssen im Gedächtnis und dass das relativ schwierig ist. Aber unterscheiden können wir sehr viel. Die Nase schläft nie. Sie arbeitet Tag und Nacht und lebenslang. Das einzige Sinnessystem, das sozusagen, das Sie auch nicht abstellen können. Also das Hören, da können Sie Ohren zuhalten oder Ohrenstöpsel tragen. Sie können natürlich die Augen zuhalten, wenn Sie wollen. Aber Sie können die Nase nicht abstellen, weil solange Sie atmen, riechen Sie. Und atmen müssen Sie nun mal. Sonst ist es natürlich auch schwierig zu leben. Also Sie können mal für kurze Zeit unterbrechen, aber nicht abschalten. Und das geht Tag und Nacht. Die Nase bewacht Sie die ganze Nacht und analysiert die ganze Nacht, wie es in Ihrem Schlafzimmer riecht. Und da kommen wir heute nochmal drauf zurück. Deswegen ist das ganz wichtig auch, was Sie im Schlafzimmer für einen Duft haben. Und das ist auch etwas Ungewöhnliches. Die Riechzellen der Nase erneuern sich jeden Monat. Das ist eigentlich das einzige Nervensystem, wenn man mal von dem Geschmackssinn absieht, das sich lebenslang permanent erneuert. 30 Millionen Riechzellen werden einmal im Monat neu gemacht. Und zwar komplett von der Nase bis ihre Verbindung zum Gehirn. Alles wird neu angelegt. Sie kriegen also jeden Monat eine komplett neue Nase. Sieht man ihn nicht an, was innen ist, aber Sie können sich damit auch regenerieren, falls irgendwas passiert. Es gibt links- und rechtsnasige, das heißt, zur Schonung benutzen Sie meistens nur ein Nasenloch, wenn Sie riechen. Also wenn Sie ganz ruhig riechen, dann werden Sie merken, nur ein Nasenloch ist eigentlich in Benutzung. Das andere ist quasi stillgelegt. Nur wenn Sie auf was aufmerksam werden und richtig riechen, so schnüffeln, dann benutzen Sie beide Nasenlöcher. Und sie hat den direktesten Draht zu den ältesten Teilen unseres Gehirns. Das wird also Thema unserer heutigen Veranstaltung sein, dass wir uns damit beschäftigen, wie ist die Nase mit dem Gehirn verbunden, wie funktioniert es überhaupt, dass wir riechen können, dass wir verschiedene Düfte wahrnehmen können, also wie kommen die Duftinformationen von der Nase ins Gehirn sozusagen und vor allem natürlich, was macht das Gehirn mit diesen Informationen? Was löst es Ihnen aus, was lösen die Düfte, was können die alles mit Ihnen anstellen? Also wie können Sie so ein Stinktier oder eine Tasse Kaffee oder eine Blume nun erstens mal unterscheiden und B natürlich auch, wie wird das im Gehirn verarbeitet und was bedeutet das dann auch auf Ihre Reaktionen auf solche
Düfte hin. Dazu müssen wir natürlich mal schauen, wenn wir wissen, wie kommen die Düfte ins Gehirn, wie sieht nun diese, zuerst mal, wie sieht es in der Nase aus, was könnte da da sein, womit man die Düfte ins Gehirn überhaupt transportiert, denn es sind ja chemische Reize, die in der Luft herumschwirren, diese Duftmoleküle, die beim Einatmen in die Nase kommen. Und das Gehirn, und das war lange Zeit, hat man eigentlich gedacht, es könnte sogar sein, dass diese Duftmoleküle über diese Riechzellen in der Nase irgendwie in die eindringen und die Duftmoleküle über die Nervenleitung ins Gehirn geleitet werden und das Gehirn informieren. Das war natürlich Unsinn. Also Duftmoleküle bleiben schon außen, die gehen nicht ins Gehirn rein. Aber wir wissen, dass eben die Duftmoleküle über die Atmung ankommen, dann durch diesen Nasenschleim hindurch müssen. Wir riechen also unter Wasser, weil die Riechzellen natürlich unter der Flüssigkeitsschicht sind, sonst würden sie austrocknen. Und dass so eine Riechzelle eben da so Fühler hat, in diese, die man Zilien nennt, diese fingerförmigen Fortsätze an der einen Seite, die eben in den Nasenschleim gehen und dort werden die Duftmoleküle dann erkannt. Und dass die Riechzellen dann eben einen langen Nervenfortsatz haben, der durch den Schädelknochen, also das hier wäre der Schädelknochen, der hat hier lauter kleine Löcher, darum heißt er eben Siebbein. Dieser Nervenfortsatz geht durch den Schädelknochen in das Riechhirn und das wäre jetzt das Riechhirn, das Gehirn. Also wenn die Duftinformation ins Gehirn kommen soll, heißt das, erstens mal müssen wir einen chemischen Reiz, denn die Duftstoffe sind ja chemische Moleküle, die hier rumfliegen, die müssen wir mal übersetzen in eine Sprache des Gehirns. Und das Gehirn versteht nur elektrischen Strompulse. Mit was anderem kann das Gehirn nicht so richtig was anfangen. Also ob Sie sehen, ob Sie hören, ob Sie tasten, in jedem Fall wird der Reiz, das Licht oder der Ton, wird von den Zellen, entsprechenden Zellen der Sinnessysteme, in Strompulse umgesetzt, die über Nerven dann das Gehirn informieren. Und genauso ist es beim Riechen. Das heißt, die chemischen Moleküle müssen erstmal umgeschrieben werden in elektrische Antworten, in Strompulse, die dann über die Nervenfasern zum Gehirn geleitet werden. Das ist also der erste wichtige Schritt, wenn ich überlege, wie Düfte funktionieren. Also ich muss, da oben sind diese feinen fingerförmigen Fortsätze, die Zilien, dort kommen die Duftmoleküle an und dort werden sie natürlich wahrgenommen und detektiert von diesen Sensoren und die lösen dann Strompulse aus, die über diese Nervenfasern ins Gehirn gelangen. Also über mehrere Zentimeter lang sind diese Nerven, jede Riechzelle hat einen eigenen Nerven, das heißt, sie haben 30 Millionen dünne Nervenfäden, die hier durch die Nase hindurch in ihr Gehirn reingehen. 30 Millionen, das ist schon ganz schön, wenn Sie da ein Kabel nehmen würden, das wäre schon ein ordentliches, sozusagen Tiefseekabel, das Sie da reinschicken müssen. Ja? Und in jedem dieser Kabelstränge werden dann solche Strompulse in Ampere messbar geschickt. Und die Frage ist, wie entstehen jetzt diese Strompulse? Wie macht die Zelle das, aus einem chemischen Reiz einen Strompuls zu machen? Nun, da hatten wir beim letzten Mal schon angefangen, den Sensor zu besprechen, den Rezeptor, wie man das nennt. Das ist also in dieser Membran, dieser feinen fingerförmigen Fortsätze, sitzen so Eiweiße, die nun, ja, ich habe, glaube ich, erzählt, das ist wie so ein Schloss. Und das Duftmolekül ist der passende Schlüssel. Das heißt, da sitzen so Schlösser, die wir Rezeptoren nennen. Und jedes dieser Rezeptorproteine, Eiweiße, hat einen spezifischen Code, sodass es dafür einen ganz spezifischen Duftstoff gibt, der da reinpasst. Und wenn der richtige Schlüssel kommt, der dieses Schloss aufsperren kann, dann passiert in der Riechzelle etwas sehr Erstaunliches, nämlich dieser Rezeptor, der ist angedockt an verschiedene andere Eiweiße in der Zelle, die dieses Signal, das Duftsignal verstärken. Denn ein so ein Duftmolekül ist natürlich nicht viel, wenn das so einen Rezeptor aktiviert. Wie ich daraus, da kann ich noch nicht gleich so einen großen Strom machen, der gleich bis zum Gehirn fließen kann. Also ich muss mal dieses Signal, das Duftsignal verstärken. Und das macht der Rezeptor, indem er zuerst ein Eiweiß aktiviert, das man G-Protein nennt, ein Verstärkerprotein und ein Enzym, Adenylatcyclase heißt das. Und dieses Enzym stellt dann einen zweite Botenstoffmoleküle her. Die heißen beim Riechen CAMP, ZAMP, also zyklisches Adenosinmonophosphat.
Und was wir nun wissen seit einigen Jahren ist, dass ein Duftmolekül, das einen Rezeptor aktiviert, in der Riechzelle 2000 von diesen CAMP-Molekülen produzieren kann. 2000, also aus einem Duftmolekül werden 2000 CAMP-Moleküle. Und das Spannende ist nun, dass jedes der CAMP-Moleküle in der Zelle in der Lage ist, und da kommen wir jetzt wieder zum Strom, in der Zelle einen Kanal zu öffnen, ein Eiweiß so zu verändern, dass eine Röhre entsteht, durch die ein Strom fließen kann. Also eine kleine eine Röhre für einen Stromfluss aufmacht. Also ein CAMP-Molekül macht so eine Röhre auf, sodass ein Strom durch diesen Kanal in die Zelle fließen kann. Winziger Strom. Und da haben wir lange Zeit überlegt, ob das denn sein kann, ob das stimmen kann. Denn diese Ströme sind natürlich so gering, dass sie keiner gesehen hat und keiner richtig messen konnte durch diesen Kanal, bis eben dann die beiden deutschen Nobelpreisträger kamen, Erwin Neher und Bert Zachmann aus Göttingen und München. Denen ist es ja vor nicht so langer Zeit, als ich zu studieren anfing, 1970, da war es völlig umstritten, ob es solche Kanäle gibt. Da wusste man zwar, es gibt Strom in die Zelle, aber hatte keine Ahnung, wie der Strom entsteht. Die einen haben gesagt, da brechen die Zellmembranen auf oder zusammen. Also wilde Geschichten gab es da, wie so eine Zelle, wie da ein Strom entstehen könnte. Und dann hat eben Erwin Neher und Bert Zachmann, so ich glaube 1977, 78, zum ersten Mal nun zeigen können, mit einer neuen Technik, dass tatsächlich lauter so kleine Kanäle in der Zelle aufgehen und durch jeden dieser winzigen Kanäle kann ein Strom fließen. Die konnten den Strom durch diesen Kanäle messen, durch einen einzelnen dieser Kanäle. Und dafür bekamen sie dann auch den Nobelpreis 1991. Wie kann man sowas machen? Nun, die Idee war verrückt eigentlich. Wahrscheinlich war beim Erwin Neher zu Hause mal der Abfluss verstopft. Und er musste also einen Klempner kommen lassen und der kam dann und Sie wissen alle, wenn der Abfluss verstopft ist, dann bringt er Holzstab mit und unten ist so eine Saugglocke dort, so eine Gummiglocke. Und wenn man die auf den Abfluss aufsetzt, dann kann man da oben drauf drücken und wenn das dicht ist, dann die Gummiglocke, dann kann man da Luft oder Wasser durchpressen, sodass man den Abfluss durchkriegt. Und genau dieses System hat er sich für die Zellen überlegt. Er hat gesagt, ja gut, wenn da so kleine Kanäle drin sind in den Zellmembranen, wenn ich die bis dorthin habe, den Strom immer so gemessen, dass man eine dicke Elektrode in die Zelle gerammt hat, dann war die so kaputt, die Zelle, dass man eigentlich nur riesige Strommengen gesehen hat. Der Rest ist alles durch das Loch sozusagen an Strom geflossen. Und er hat gesagt, naja, ich versuche jetzt mal diese kleinen Kanäle, die unter einer Zellmembran liegen, so mit einer Elektrode so drauf zu gehen auf die, und die völlig dicht zu machen da an den Stellen, so wie bei dem Klempner mit dem Gummi, sodass die Strom, wenn da überhaupt ein Strom fließt in diesem Stück, dann kann er nur durch diesen Kanal fließen, weil da außen durch, da geht keine Maus und nichts vorbei und kein Molekül und nichts. Also außen um dieses Glas der Pipette, mit dieser Messpipette hier außen rum geht gar nichts. Das ist so dicht, also ich brauche einen ganz hohen Widerstand zwischen dem Glas und der Membran. Und das war dann also Gigaohm, hieß das also, riesige, große Abdichtungen. Man nannte das auch eine Patch, also ein Flecken, ein Membranfleck wurde so isoliert, dass hier nur noch ein kleiner Kanal drin ist und alles andere war dicht. Und wenn jetzt in der Elektrode, die man jetzt an ein Strommessgerät angeschlossen hat hier, wenn überhaupt hier Strom fließt, kann er nur durch den Kanal fließen. Und damit konnten sie erstmals den Strom durch einen Kanal messen und beweisen, dass es überhaupt solche Kanäle gibt. Das war also sensationell. Und das war gerade so meine Doktorarbeit. Und mein früherer Chef, der war mit den beiden befreundet. Und der hat gesagt, weißt du was, das machen wir jetzt auch. Nur wir perfektionieren das noch ein bisschen. Wir versuchen nämlich dieselbe Technik zu machen. Nur wir versuchen nun die Zelle noch schnell zu aktivieren, dass sie den normalen physiologischen Bedingungen entspricht. Denn was Erwin Neher und Zachmann gemacht haben, die haben einfach eine Zelle in Ruhe gelassen, haben diese Pipette draufgelegt und haben einfach gewartet, bis mal ein Kanal aufgeht. Ab und zu ging mal einer auf und den haben sie dann auch gesehen, den Strom.
Aber die normalen Zellen, wie die Riechzellen zum Beispiel, die kriegen ja einen Duftpuls und dann müssen die Kanäle aufgehen, wenn man die stimuliert, die Zellen. Und deswegen haben wir dann diese Technik sozusagen erweitert, indem wir noch ein System gebaut haben, um sehr schnell auf diese Zellen chemische Reize zu geben, Millis im Tausendstelsekundenbereich, so wie es halt bei der Nase auch ist. Und wir konnten dann in diesen feinen Zilien dieser Riechzellen tatsächlich diese Elektrode aufsetzen, so fein sind diese Löcher, dass die ein Zilium sogar erfasst haben, und konnten dann an einzelnen dieser Zilien, so sieht dann so eine Apparatur aus, konnten dann an einzelnen dieser Zilien solche Kanalöffnungen zeigen, zum ersten Mal beim Menschen, bei menschlichen Zellen, und konnten also dann in den 90er Jahren dann zeigen, dass tatsächlich solche Kanäle aufgehen. Hier geht ein Kanal auf, fließt ein Strom für kurze Zeit, geht der Kanal wieder zu, geht der Kanal wieder auf, wieder zu. Also man kann sozusagen diese Öffnung und Schließung dieser Kanäle auf einen Strompuls hin zeigen, auf einen nicht auf Strompuls, sondern auf einen chemischen Reiz hin, entstehen kleine Ströme. Und wenn Sie natürlich 2000 Kanäle aufmachen, simultan, gleichzeitig, können Sie sich vorstellen, dass zwar durch jeden dieser kleinen Kanäle nur eine winzige Strommenge fließt, getragen von Natrium- und Calciumionen, Picoampere-Strom. Pico sind Billionstel Ampere Strom, fließt durch einen Kanal. Aber wenn Sie natürlich 2000 Kanäle gleichzeitig aufmachen und die noch ein paar Mal hin und her aufmachen lassen, die öffnen ja nicht nur einmal, sondern 2, 3, 4, 5 Mal, dann kommt schon ein bisschen Strom zusammen. Und dieser Strom, der da zusammenkommt, der ist dann groß genug, um über die Nervenfasern bis zum Gehirn geleitet zu werden. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, das ist so ein Kanal, der ist sozusagen verschlossen. Und wenn ich jetzt einen Duftpuls gebe, dann entsteht dieses CAMP. Das CAMP, das öffnet den Deckel von diesem Kanal für kurze Zeit und es fließen Strommoleküle, also im Sinne von Natrium geladene Teilchen, von Natrium- und Calciumionen in die Zelle. Und dann geht der Kanal wieder zu und dann muss ich wieder einen neuen Duftpuls geben, dann macht er wieder auf und so können Sie dann diese Kanäle schalten und können eben immer wieder Strompulse über die Nervenfasern erzeugen. Und was wir wissen, je höher die Konzentration eines Duftes ist im Raum, umso mehr Kanäle gehen auf, umso mehr Strompulse pro Sekunde werden erzeugt und werden geleitet. Also das Gehirn bekommt immer mehr Strompulse, wenn Sie eine höhere Duftkonzentration haben und weniger, wenn Sie niedrige haben. Und damit kodieren Sie auch, ob der Duft intensiv ist oder nicht so intensiv. So ist es jedes Mal, wenn Sie riechen, also bei jedem Einatmen. Wenn Sie jetzt einatmen, sind ja Duftmoleküle in der Luft. Die stimulieren jetzt Ihre Riechzellen, ohne dass Sie was merken davon so richtig. Und jedes Mal, bei jedem Einatmen, können Sie jetzt dran denken, da gibt es eine ganze Salve von Strompulsen, die über die Nervenfasern in dem Moment ins Gehirn gehen und Ihr Gehirn informieren, welche Duftmoleküle jetzt gerade und in welcher Konzentration sie vorhanden waren. Das Spannende ist, dieser Kanal hat auch noch eine Bedeutung für etwas, was Sie alle kennen. Meistens in der Früh, wenn Sie sich mal die Frauen, vielleicht mehr als die Männer, in sie zum ersten Mal eingesprüht haben, mit Parfum und dann müssen Sie erstmal doch noch im Haushalt irgendwas tun und dann, bis Sie wieder zurückkommen, denken Sie immer dran, habe ich mich jetzt eigentlich heute schon eingesprüht oder noch nicht, weil Sie plötzlich das nicht mehr riechen, dass Sie sich schon eingesprüht haben. Man nennt das Adaptation, also man gewöhnt sich an einen Duft innerhalb von wenigen Minuten. Das ist nicht nur Düfte, sondern das haben Gott sei Dank die meisten ihrer Sinnesorgane, haben diese Eigenschaft der Gewöhnung, dass wenn Sie sie mit einem konstanten Reiz, das ist wichtig, der Reiz soll möglichst immer gleich bleiben, versehen, dass Sie dann mit der Zeit abschalten und sagen, naja, ich will jetzt das Gehirn nicht überlasten, jetzt weiß das Gehirn schon, dass der Reiz da ist, jetzt brauche ich das nicht permanent über Minuten oder Stunden dem Gehirn mitteilen. Deswegen merken Sie auch nicht mehr, dass Sie Kleidung anhaben, das heißt, Ihre Berührungsrezeptoren im Körper, die schalten auch ziemlich schnell ab. Wenn Sie eine Brille aufhaben oder einen Hut aufhaben, dann denken Sie oft, wo habe ich denn eigentlich meinen Hut gelassen, dabei ist er am Kopf. Also Sie sehen, das haben die ganzen Sinnesorgane so, Sie können auch das Sehsystem so quasi so stark reizen, dass es dann mit der Zeit auch abschaltet und Sie
praktisch gar nichts mehr sehen. Und genauso ist es beim Riechen, also ein Schutzmechanismus. Wenn Sie eine Zeit lang den gleichen Duft riechen, dann riechen Sie mit der Zeit nicht mehr. Und das heißt also, die Frauen gehen dann wieder zurück und sagen, ach, ich habe mir eine Geit eingesprüht. Am Schluss kommt es dann 2-3 Mal, stinken Sie wie ein Pfingstochse, wenn Sie rauskommen, aber Sie selber riechen es ja nicht mehr. Oder wenn Sie in irgendeinen Raum kommen, dann sagen Sie oft, ja, also, bei euch, da stinkt es ja ganz schön da herin. Ja, kaum halten Sie 5 Minuten auf, dann merken Sie es schon nicht mehr. Dann sind Sie natürlich auch schon adaptiert und dann wird der Nächste reinkommen, der Ihnen dann erzählt, wie es hier riecht. Woran liegt das also? Nun, wir konnten vor Jahren eigentlich zum ersten Mal zeigen, dass es daran liegt, dass diese Kanäle, die den Strom produzieren, sich mit der Zeit selber abschalten. Nämlich, dass das Calcium, das durch diesen Kanal, also einer der Stromträger ist, das hauptsächlich Natrium, das sind die meisten positiven Ladungen, die da reinströmen, aber auch Calciumionen aus dem Nasenschleim strömen durch den Kanal in die Riechzelle, verändern dort das Potential, erzeugen den Strom. Und dass vor allem diese Calciumionen in der Lage sind, sich innen an diesen Kanal anzudocken und den Strom mit der Zeit abzuschalten. Also es ist tatsächlich so, dass das einfließende Calcium mit der Zeit hier am Kanal andockt. Damit kann dieses C1P nicht mehr so gut binden und damit gibt es keinen Strom mehr ins Gehirn. Und das Gehirn wird einfach, obwohl die Rezeptoren noch da sind, obwohl die Rezeptoren noch C1P machen, das ist den Zellen alles egal, aber es wird dem Gehirn nicht mehr mitgeteilt, deswegen riechen sie nichts mehr. Was sie tun müssen ist, sie müssen erstmal wieder in die frische Luft gehen, müssen das System wieder runterfahren, dass das Calcium in der Zelle wieder weniger wird, die Kanäle werden wieder sensitiv aktivierbar und dann, wenn sie 2 Minuten an der frischen Luft waren und wieder zurückkommen in den Raum, dann würden sie natürlich wieder riechen, wie es vorher gerochen hat. Und das ist etwas, was auch bei den Tieren passiert. Viele von Ihnen, die einen Hund haben, die kennen das schon. Die wissen nämlich, die Hunde sind nicht blöde. Ja? Wenn die Hunde einen Fasan jagen wollen, das ist der Fasan, für die Nichtbiologen, da ist der Hund. Manche denken, ja, es ist umgekehrt. Also der Hund riecht also hier den Fasan. Und Sie wissen, die Fasanen, auch die Jäger, gibt es auch ein paar von ihnen, ist so, dass die ja oft nicht fliegen, sondern die Fasanen laufen ja oft am Boden entlang. Das heißt, die Fasanen hinterlassen eine Spur und der Hund riecht die hier zum ersten Mal. Wenn der Hund jetzt über Minuten in dieser Fasanenspur bleiben würde, dann würde ihm dasselbe passieren wie Ihnen, wie der Frau am Morgen. Er würde es mit der Zeit nicht mehr riechen und würde adaptieren und er wüsste nicht mehr, wo die Spur ist. Und was macht er, das kluge Tier? Er läuft zickzack. Er läuft also hier raus, immer wieder, holt eine Prise frische Luft, spült seine Nase wieder frei und kommt wieder zurück. Und deswegen, die Zickzacklinien werden immer größer, je näher er der Spur kommt, weil umso höher wird die Konzentration. Also jetzt wissen Sie mal, warum Hunde eben immer dann auch anfangen, zickzack zu laufen, weil sie aus dieser Duftspur raus müssen, um die Adaptation zu vermeiden. Sie können das jetzt, wenn es sommerlicher wird, können Sie es auch zu Hause mal mit Ihrem Ehemann ausprobieren oder Ehefrau. Sie können also eine Schokoladenspur im Garten legen hier und dann verbinden Sie ihm die Augen und dann soll er mit der Nase hier mal der Spur entlang laufen und Sie werden feststellen, wenn er das wirklich ordentlich macht und die Schokolade finden will, dann muss er mit der Zeit auch zickzack laufen, denn wenn er ständig in der Schokoladenspur bleibt, hat er auch keine Chance, das zu tun. Und das machen die Leute auch, die laufen, dann fangen dann an, irgendwie zickzack die Männer rumzulaufen. Also es wird sicher sehr nett, wenn Sie jetzt im Frühling mal Ihren Mann da in den Garten hetzen für den Schokoladenspur. Ostern ist ja vorbei, Ostereier kann er nicht mehr suchen. Also Sie sehen, auch dafür ist dieser Kanal da, der Strom, er schaltet also von selber ab. Und damit kommen wir natürlich zur ganz wichtigen Frage, also wie können wir so viele verschiedene Düfte erkennen und vor allem, wie können wir sie auch unterscheiden? Und dazu braucht man 2 verschiedene Systeme, nämlich um sie zu erkennen, haben wir ja schon beim letzten Mal besprochen, braucht man Rezeptoren, Sensoren, die sehr spezifisch sind, die Duftmoleküle, auf die reagieren können, auf die wahrnehmen können, also in der Peripherie, in der Nase. Und man braucht, um sie zu unterscheiden, um sie zu erlernen, braucht man natürlich das Gehirn, da braucht man eine Gehirnverarbeitungsstruktur. Und beides ist eigentlich für das Riechen perfektioniert. Wir haben ja diese Rezeptoren oder Sensoren, die eben diese Spezifität haben, wo diese Schlösser sind, wenn Sie an das Bild erinnern, wo auch diese Schlüssel reinpassen, die Duftmoleküle passen.
Und was wir wissen, ist eben, dass wir ungefähr 350 verschiedener, zwischen 350 und 400 verschiedener solcher Rezeptoren haben. Jeder der Rezeptoren ist spezifisch für einen bestimmten Duft. Also beim einen, da passen die Zitrusmoleküle, Zitronenmoleküle rein, beim anderen die Moschusmoleküle, Buttersäure, Vanillin oder was immer Sie haben wollen. Und damit haben Sie natürlich schon ein breites Spektrum an Sensoren, um Ihre Duftwelt zu analysieren, um sie zu unterscheiden, um sie zu sozusagen auch die verschiedensten chemischen Strukturen zu erkennen. Also die Rezeptoren sind so breit im Spektrum, was wir haben, dass wir so ziemlich die gesamte Chemie, die wir überhaupt haben, so an Duftstoffen abdecken können. Also das sind Alkohole und Aldehyde für die Chemiker, Ketone und dann die ganzen Stinker, die Amine und die Schwefelverbindung. Für all diese Stoffe haben wir solche spezifischen Rezeptoren. 350, sagen Sie, ist ja nicht so wahnsinnig viel, aber es deckt das chemische Spektrum an sich ab, denn der einzelne Rezeptor kann nicht nur ein einzelnes Molekül wahrnehmen, sondern so eine ganze Gruppe, also so eine gesamte molekulare Struktur. Und damit gibt es natürlich viele Moleküle, die so ähnlich ausschauen, die passen da auch rein. Sind also keine Hochsicherheitsschlösser, sondern eher so eine Schließanlage mit so 50, 100 Schlüsseln oder so, die da reinpassen. Also, damit kommen wir schon auf die Breite. Ja gut, aber wenn jetzt jede Riechzelle alle Rezeptoren hätte, dann wäre es natürlich auch nicht so gut, weil wir sollen das Gehirn nun wissen, was für ein Duftgrad an einer bestimmten Zelle angekommen ist. Und deswegen hat die Natur auch etwas Verrücktes gemacht. Sie hat nämlich, obwohl jede Riechzelle von ihrer genetischen Ausstattung her in der Lage ist, jeden Rezeptor zu produzieren, denn jeder dieser Rezeptoren hat sein eigenes Gen, darum ist die Genfamilie so groß. Also, und da ja jede Zelle das gesamte Genom hat, alle Gene zur Verfügung hat, könnte jede Riechzelle könnte alle 350 Rezeptoren herstellen, wenn sie wollte. Tut sie aber nicht. Aus Gründen, die wir bis heute noch nicht kennen und auch nicht genau verstehen, wie das funktioniert, ist es so, dass jede Riechzelle nur eines von diesen 350 Genen aktiviert, nur einen Typ von Rezeptor herstellt. Also ob der eine jetzt die anderen unterdrückt oder was immer, das ist noch eine Frage in der Wissenschaft, die diskutiert wird. Also jedenfalls ist jede ihrer Riechzellen, und sie haben ja 30 Millionen, jede ist ein Spezialist und jede stellt nur einen Typ von, also nicht ein Protein, sondern Hunderte oder Tausende von dem einen, von der einen Sorte, aber nur eine Sorte von Rezeptoren her. Also so wie sie 350 Rezeptoren haben, haben sie also in der Nase auch 350 verschiedene Typen von Riechzellen. 30 Millionen Riechzellen durch 350 dividiert heißt, von jedem Riechzelltyp gibt es in der Nase ungefähr so 100.000 Stück. Und zwar bei jedem von ihnen gleich. Also jeder hat die gleichen 100.000 Zellen, die können Moschus riechen, 100.000 Zellen, die können Vanille riechen, 100.000 Zellen, die haben den Rezeptor für Buttersäure und so weiter. Also sie haben damit das ganze Spektrum abgedeckt und alle ungefähr gleich viel. Und damit haben sie natürlich ein riesen Repertoire an Möglichkeiten, um Düfte, die sie jetzt in der Atmung in die Nase transportieren, wahrzunehmen, weil jede Riechzelle erstmal ein Spezialist ist. Nun, jede Riechzelle hat natürlich auch einen eigenen Nervenfortsatz. Also ich habe jetzt mal gesagt, die gelben Zellen, das sind die, geht es denn hier noch? Ja, die gelben Zellen, das sind die, die den Vanillerezeptor tragen zum Beispiel. Die stellen nur die Sorte von Rezeptor her, also nur den einen Rezeptor, der Vanillin erkennen kann, Vanille. Also das gibt dann die gelben Zellen, da haben sie 100.000 davon. Die blauen sind meinetwegen die Buttersäurezellen, die können die Buttersäure erkennen. Dann liegen die roten, sind dann irgendwie die Moschuszellen. Und so haben sie die 350 Zellen verteilt. Aber woher weiß es das Gehirn, was gerochen wird? Und da wird es jetzt nun raffiniert, denn jeder dieser Riechzellen hat ja einen eigenen Nervenfortsatz, der geht durch die Nervenfaser, durch die Schädelknochen hier oben in ihr Riechhirn hinein. Und das Riechhirn, das ist nun ganz verrückt strukturiert. Das Riechhirn hat, wenn Sie das nämlich vergrößert anschauen, bei Mensch und Tier, sieht das aus wie, ja, wie so eine große Lottotrommel, würde ich sagen. Kennen Sie von der Lottoausspielung? Es sind lauter Kugeln drin. 49 oder sowas gibt es, glaube ich, in der Lottotrommel. In dieser Riechtrommel, Riechhirn sind 350 Kugeln. Und bei der Maus, da wissen wir, die haben 1000 verschiedene Zelltypen, weil sie 1000 Riechrezeptoren haben, verschiedene, die haben viel mehr als wir, 1000 Zelltypen. Und wenn man da diese Kugeln zählt,
findet man, dass der 1000 Kugeln hat. Und der Goldfisch, der hat nur 100 Rezeptorzellen, also 100 Riechrezeptoren, hat nur 100 Zelltypen, aber in seinem Riechhirn gibt es nur 100 Kugeln. Also die Zahl der Kugeln im Riechhirn korreliert, die Kugeln nennt man jetzt Glomerulus auf Lateinisch oder auf Fachdeutsch sozusagen. Die Zahl dieser Glomeruli korreliert mit der Zahl der Zelltypen. Und da kam schon die Idee auf von Wissenschaftlern, die haben gesagt, kann es denn sein, dass jeder Zelltyp seine eigene Kugel hat? Das würde ja bedeuten, dass alle gelben Vanillezellen, alle 100.000 gelben Vanillezellen, müssten ihre Nervenfortsätze in die Vanillekugel schicken. Und alle grünen Maiglöckchenzellen würden ihre Nervenfortsätze in die Maiglöckchenkugel schicken. Also jede Kugel würde die Nervenfortsätze von all den Zellen einsammeln, die den gleichen Sensor tragen. Und das schien ja fast unmöglich zu sein. Woher sollen denn die Nerven wissen, wo sie hinlaufen müssen? Ja? Aber wenn man dann genauer hinschaut, findet man, dass jeder dieser Zellen weiß, welche Kugel er zu ihm gehört. Und alle grünen Nervenzellen senden ihre Nervenfortsätze in die grünen Kugeln und alle roten in die roten. Also die Kugeln sammeln die Nervenfortsätze aller Zellen ein mit dem gleichen Rezeptor. Und jetzt kann man noch, das war dann der nächste Schritt, man konnte dann noch die Rezeptoren anfärben, blau färben in der Nase und damit auch die Nervenfortsätze der 100.000 Zellen blau färben. Jetzt nicht beim Menschen gerade, aber bei der Maus. Und dann konnte man zeigen, wie Sie sehen, dass alle 100.000 Nervenfortsätze in dieser einen kleinen Kugel im Glomerulus, in diesem großen Riechhirn enden, in diesem Glomerulus enden und keiner der Nerven macht einen Fehler und geht zu einem anderen Kugel hin. Also die wissen alle, wo sie hin müssen. Wie sie das wissen, wissen wir bis heute immer noch nicht genau, was die Erkennungsmechanismen sind. Aber das heißt, sie haben in ihrem Gehirn im Riechhirn 350 Kugeln und die bekommen nun die Informationen von jeder einzelnen dieser Nerven, dieser Riechzellen. Und wenn sie jetzt Vanillin riechen und nur die Vanillezellen werden aktiviert, dann werden nur die Vanillezellen dann ihre Nervenimpulse in die Vanillekugel schicken und damit weiß das Gehirn, aha, nur die Vanillekugel ist aktiviert, da war nur Vanillin in der Luft und nichts anderes. Und so können sie dann die Düfte lernen. Nun, so einfach ist es natürlich normalerweise nicht. Normal haben sie bei allem, was sie riechen, immer eine Duftmischung. Die meisten Düfte, die sie halt in der Natur wahrnehmen können, ob Blumen oder Essen oder so, Menschengerüche, das sind Mischungen, Parfums aus vielen verschiedenen Duftstoffen. Das heißt, sie aktivieren gleichzeitig von den 350 Kugeln eben 10, 20, 100 Kugeln. Wenn sie 100 verschiedene Duftstoffe mischen, aktivieren sie 100 verschiedene Kugeln und diese Kombination dieser Kugeln, dieses Muster müssen sie auswendig lernen, um diesen Duft wiederzuerkennen. Und man kann ins Gehirn schauen, wie Sie sehen, bei einem, auch wieder nicht beim Menschen, sondern Kaninchen in dem Fall. Dem gibt man also Gras zu riechen und dann sieht man, dass, wenn man Gras riecht, dass im Kaninchengehirn, in diesem Riechhirn, ein ganz spezielles Muster entsteht. Also dieser Glomerulus aktiviert diese Kugel, diese Kugel, diese Kugel. Man kann dann genau das Kugelmuster bei diesem Kaninchen zeigen, das entsteht, wenn das Gras riecht. Und jedes Mal, wenn das Kaninchen Gras riecht, entsteht die gleiche Kugelkombination und damit weiß das Kaninchen natürlich, dass es Gras ist und nicht irgendwas anderes. Genauso geht es bei Ihnen. Also wenn Sie jetzt eine Orange und eine Rose unterscheiden wollen, dann können Sie an beiden Duftstoffen riechen. Das sind ja Mischungen von Düften und nicht Einzeldüfte. Das heißt, es wird dann in Ihrem Riechen werden solche Kombinationen von Kugeln aktiviert, je nachdem, ob Sie Rose oder Orange riechen. Ich habe jetzt natürlich nicht alle 350 Kugeln hier aufmalen können, sondern nur einen kleinen Ausschnitt und deswegen auch natürlich nur ein paar von diesen Kugeln, die aktiviert werden. In Wirklichkeit sind es viel mehr, weil natürlich in Orange und Rose ganz viele verschiedene Duftstoffe drin sind und nicht nur diese 6 oder 7, die ich hier gemalt habe. Aber was Sie schon sehen können, die Orange macht dieses aktivierte Muster, macht dieses Muster hier. Es gibt ein paar Kugeln, die werden bei beiden aktiviert. Das heißt, das sind dann Duftmoleküle, die eben in der Orange vorkommen und im Rosenaroma, in beiden. Es gibt ja auch sowas. Aber die Kombination entscheidet und nicht die einzelne Kugel hier. Und diese Kombination, die müssen Sie auswendig lernen. Und das ist die Aufgabe des Riechhirns, um diese
vielen Düfte, die wir alle unterscheiden können, zu unterscheiden. Die Kombination müssen Sie auswendig lernen. Und das ist gar nicht so einfach, wie Sie sehen. Das Riechhirn hat 350 Kugeln zur Verfügung, Buchstaben, wenn Sie es aufs Alphabet übertragen. Die Duftwörter, die sind oft sehr lange. Also so ein normales Wort, das Sie jetzt in der Sprache, in der Schrift haben, das hat vielleicht mal 10, 20 Buchstaben. Ich weiß nicht, was das längste Wort hat, das es gibt, irgendwie 40 oder sowas. Ja. Duftwörter, da können Sie 150 Düfte zusammenmischen. Das ist ein bestimmtes Parfum. Meinetwegen Chanel Nummer 5 hat 150, 200 Düfte zusammengemischt. Und diese Kombination von Kugeln, die da entsteht, wenn Sie die 200 Kugeln gleichzeitig aktivieren, die müssen Sie auswendig lernen, um Chanel wiederzuerkennen. Sonst könnten Sie nur sagen, ich rieche was, aber ich habe keine Ahnung, was es ist, weil ich die Kombination nicht gelernt habe. Also riechen lernen ist wirklich echt Arbeit und Mühe und kostet Zeit. Und eigentlich müssten wir viel mehr trainieren. Je mehr man trainiert, umso besser riecht man natürlich auch, weil diese Muster oft schwierig sind. Und man kann natürlich jetzt sich so trainieren, wenn Sie jetzt an Wein denken. Es gibt ja Experten unter Ihnen, die können sogar von der gleichen Lage zwei verschiedene Jahrgänge unterscheiden. Das heißt, da hat die gleiche Weinsorte hat ein ganz kompliziertes Muster, auch vielleicht 100 Kugeln, aber im nächsten Jahr, da sind noch zwei, drei Aromen mehr dabei, die es vorher nicht gab, wegen der Witterung oder so. Und dann können die Experten tatsächlich noch sagen, aha, bei dem Wein, da sind noch drei Kugeln dazugekommen oder weggekommen, die jetzt vorher aktiviert waren, und das ist jetzt ein anderer Jahrgang. Also Sie können sich da perfektionieren in diesen Dingen. Wenn Sie das Buch, das Parfum gelesen hat, der Granuit, der kann dann irgendwie erkennen, von welcher Kuh die Milch ist, die er trinkt. Das könnten Sie auch machen. Also Milch schmeckt so unterschiedlich, je nachdem, von welcher Kuh die kommt. Sie könnten also locker, wenn Sie trainieren würden, wissen, von welcher Kuh die ist. Ja? Nicht so spannend, aber wissen, von welchem Bauern die kommt vielleicht. Ja? Oder also das, Sie müssen nur trainieren, dann können Sie diese ganzen, können sich da perfektionieren. Denn es ist aber eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sogar noch ein Tick komplizierter. Das will ich jetzt gar nicht so im Detail darstellen, weil, ich habe Ihnen ja gesagt, je höher eine Konzentration ist, umso mehr Strompulse kommen. Das heißt, diese Kugeln können nicht nur aktiviert werden oder nicht, sondern die können auch noch quantitativ aktiviert werden. Das heißt, wenn Sie ein Parfum mischen, dann haben Sie von dem einen Duftstoff ganz wenige Moleküle drin und vom anderen ganz viele, ganz hohe Konzentrationen. Das heißt, die eine Kugel wird dann relativ wenig Aktivität kriegen, die wird nicht so sehr aufleuchten. Die andere Kugel wird dagegen ganz stark leuchten, weil sie sehr hohe Konzentrationen hat. Also in Wirklichkeit ist es eigentlich, wenn man ehrlich ist, so eine Art dreidimensionales Bild, wie wenn Sie da auf so einen Bergmassiv schauen, von oben drauf, wo viele Aktivierungen, Bergspitzen sind. Sie könnten sich theoretisch jetzt natürlich auch auswendig lernen, wenn Sie das wollten, um welches Massiv es sich handelt. Also ich glaube, jemand, der sich gut auskennt, wenn man ihm so ein Bild vom Mount Everest zeigt, dann weiß er genau, es gibt ein paar Berge außenrum, das ist der Mount Everest. Oder das Einfache, bei uns ist natürlich das Matterhorn, das kennt jeder. Das ist einfach ein Berg, der ganz markant in einer Berggruppe liegt. Wenn Sie jetzt also aufs Matterhorn diese Gruppe schauen würden, da gibt es viele Gipfel, also viele Aktivierungen. Aber es gibt einen dieser Berge, der ist besonders charakteristisch und ganz typisch für dieses Massiv. Und da dann erkennen Sie das schon. Das heißt, für das Matterhorn brauchen Sie eigentlich nichts anderes als diesen einen Berg sehen, wissen Sie, das ist das Matterhorn. Und genauso ist es bei Düften. Es gibt Düfte wie die Vanilleschote zum Beispiel, die produziert eine ganz komplexe Duftmischung, 150 verschiedene Duftstoffe. Aber einen Duft, das Vanillin, in ganz hohen Konzentrationen und ziemlich einmalig. Das heißt also, Vanille, da reicht schon das Vanillinmolekül, weil es sich das, obwohl Sie das Muster gelernt haben, wenn Sie vorher eine Vanilleschote gerochen haben, da wissen Sie aber, da gibt es einen dieser Kugeln, der ist besonders stark aktiviert und die gibt es nur bei der Vanilleschote. Und da wissen Sie, das ist Vanillin. Und dann reicht es auch schon am Schluss, wenn Sie Vanillezucker nehmen, da ist gar nichts mehr drin, also nur das Vanillin, das löst in Ihrem Gehirn schon eine Empfindung aus wie Vanillin, also wie Vanille. Das heißt, Sie müssen, wenn Sie mal einen Duft gelernt haben, dann müssen Sie nicht mehr die gesamten Kugeln kennen. Das ist wie beim Kreuzworträtsel. Wenn Sie mal wissen, dass eine Orange eine Südfrucht ist und Sie sehen am Kreuzworträtsel Südfrucht, Orange mit 5 Buchstaben oder 6 Buchstaben und Sie haben schon Orange dort stehen,
Da ergänzen Sie den Rest zum Orangen natürlich locker im Gehirn. Und genauso ist es mit den Düften. Wenn Sie also mal einen Duft gelernt haben, dann können Sie ihn ersetzen, können Sie ihn auch völlig vervollständigen, obwohl der Rest gar nicht da ist. Sie können also Düfte reduzieren, das macht die Industrie auch mit Ihnen. Wenn Sie jetzt also ein Vanilleeis essen, da sind keine Vanilleschoten mehr drin, das wird zu teuer. Ja? Sondern was da drin ist, ist Vanillin. Und deswegen erkennen Sie das sofort und sagen, aha, das ist Vanilleeis, und dann haben Sie eine Vanilleempfindung. Oder Orange natürlich auch. Es gibt so Orangenfruchtsaftgetränke, da ist keine einzige Orange drin. Da sind 2-3 Citronellol und Citronellal und 2-3 Komponenten, Duftkomponenten aus dem Orangenaroma drin, die charakteristischen für ihre, die diese Kugeln für die Orange aktivieren. Das reicht dann schon. Das gibt Ihnen den Eindruck einer Orange. Das hat natürlich nichts mehr mit der Originalorange direkt zu tun. Aber wenn Sie jetzt Ihren Kindern zum Beispiel zuerst mal die Orangen in dieser synthetischen, künstlichen Form geben, dann speichern die das natürlich als das Orangenaroma ab. Und wenn Sie dann mit der richtigen Orange kommen, na gut, bei der Orange ist nicht so wahrscheinlich, weil es relativ günstig ist, aber nehmen Sie mal einen Mango. Sie geben Ihren Kindern immer noch Mango-Joghurt, da ist überhaupt keine Mango drin, da sind ein paar Kürbisse drin oder irgendwas und dann ein Mango-Aroma. Künstliches. Es fehlen also ein paar Komponenten aus dem Mango. Und das geben Sie Ihren Kindern. Dann ist das bei denen Mango. Jetzt kommen Sie mit einem richtigen, frischen Mango und dann sagen Sie, was ist das für ein Zeug? Das kenne ich ja gar nicht, ja. Also, da sehen Sie auch, wie wichtig es ist, dass man Kindern frühzeitig diese Muster, die richtigen Muster prägt. Später können Sie dann ruhig das Synthetische machen, das macht ja nichts. Dann wissen Sie zumindest, okay, das ist auch sowas wie Mango, riecht so ähnlich, aber hat nichts mit dem Original zu tun. Also auch für die Nachhaltigkeit ist das sehr gut, wenn wir diese Gesamtmuster lernen. Zuerst mal die richtigen, dann können wir die Imitate lernen. Und das Gehirn kann es immer unterscheiden. Also ich kann mich erinnern, wir haben mal in München mit einem Hypnotherapeuten einen Versuch gemacht. 6-7 Wissenschaftler haben wir uns abends getroffen und ich habe also 3 verschiedene Düfte rausgesucht, immer einen synthetischen und Originalduft, auch Orange unter anderem. Und er hat dann diese 6 Leute in Hypnotherapie versetzt und hat uns diese Düfte zu riechen gegeben. Die Idee war, wir saßen in dieser Hypnotherapie in einer Schaukel am Meer und schaukelten da so ruhig hin, so eine Hängematte am Meer und waren völlig entspannt und dann kam der Duft. Und der Duft, das war verrückt, also das kann man ausprobieren, der Duft brachte einen unmittelbar in eine völlig andere Welt. Also man war da in dieser Meerluft und plötzlich roch man den Orangenduft und plötzlich sah man ganz andere Bilder als vorher. Man war in einer völlig anderen Welt. Und was bei allen der Fall war, war, dass das synthetische und das natürliche Duft einen in völlig andere Welten geführt hat. Das heißt, das Gehirn erkennt natürlich sehr wohl, ob was synthetisch ist oder was natürlich ist, auch wenn wir später gesagt haben, für uns riecht das beides gleich. Das Gehirn weiß genau, was ist und es löst völlig andere Erinnerungen aus. Beim Orangenduft war es Weihnachten und Orange und beim synthetischen war es irgendeine Orangenbonbon oder Orangenlimonade oder so etwas. Völlig anders. Also das Gehirn kennt die schon auseinander. Aber der Grundeindruck ist der gleiche. Also Sie können üben an solchen Dingen, ob Sie das alles beherrschen können. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie viele Düfte in einem Naturprodukt vorkommen. Das sind lauter chemische Stoffe, die zum Beispiel alle im Erdbeeraroma drin sind. Sie können sich vorstellen, Hunderte. Und einzelne davon sind eben nur für Erdbeer spezifisch. Und wenn Sie die rausholen, dann können Sie einen synthetischen Erdbeerduft machen, der so ähnlich riecht wie Erdbeer, manchmal besser, manchmal schlechter, aber Ihnen das Gehirn zumindest vorgaukelt. Oder beim Kaffee ist es relativ schwierig. Sie brauchen beim Kaffee über 10 verschiedene Duftstoffe mindestens, damit Sie annähernd ein Kaffeearoma herkriegen, ein synthetisches. Also bei Chibo oder Dusche, da riecht es ja immer so wahnsinnig stark nach Kaffee, natürlich in den Röstereien. Das hat nichts mit dem Kaffee dort zu tun. Der riecht fast gar nicht, ja. Sondern es ist alles synthetischer Kaffeeduft, ja. Den ist sehr günstig herzustellen, können Sie haben. Auch für Autos gibt es ihn inzwischen, dass Sie wach machen. Und der ist so gut dann, der synthetische Kaffeeduft, dass er eben wie Kaffee riecht. Und es gibt natürlich auch Kakao, Bier hat relativ weniger und Weißbrot hat natürlich noch weniger Duftkomponenten, die es zusammengesetzt ist. Die Frage, also Sie werden natürlich sagen, woher wissen wir,
diese Kugeln so aktiviert werden und so. Und der Erste, der es gezeigt hat, das ist nur das eine Bild, das ich Ihnen schnell zeigen will, war Galizia und Menzel in Berlin. Die haben dasselbe nämlich bei der Biene gemacht. Die dann sagen, Biene und Mensch, jetzt wird es aber langsam komisch. Ich kann Ihnen sagen, das Riechsystem der Biene, der Heuschrecke, der Küchenschabe, des Maikäfers funktioniert genau wie ihr eigenes. Genau wie beim Menschen. Nur deutlich reduzierter. Das heißt, die Biene hat die gleichen, hat ebenfalls Duftrezeptoren in den Riechzellen, hat nur ungefähr 60, 70 davon, statt 350 wie wir, 60, 70. Auch die haben Nervenfasern in das Riechhirn der Biene rein und auch die Biene hat ein Lottotrommel im Gehirn, nennt es Antennallobus und nicht Riechhirn. Und auch bei der Biene gibt es diesen komischen, dieses Riechhirn wie bei uns und diese Kugeln. Das hat die gleichen Glomeruli wie wir. Und auch die Glomeruli der Biene sammeln die Informationen der einzelnen Riechrezeptoren ein. Also es ist genauso aufgebaut wie bei uns. Nur, dass sie halt 60 von diesen Duftstoffen nur hat und nicht so viele. Und die Drosophila hat irgendwie 75. Die Insekten haben alle zwischen 50 und 100 dieser Duftstoffe. Und Sie sehen, bei der Biene kann man nun auch der Biene einen Duft geben und kann ihr gleichzeitig ins Gehirn schauen. Das ist natürlich leichter als beim Menschen. Und dann sieht man, dass je nachdem, welche Duft die Biene riecht, leuchten auch diese Kugeln auf. Und was Menzel das Raffiniertes gemacht hat, er hat nämlich diese Biene, er hat ihr einen Duft gegeben und hat gleichzeitig ihr Zuckerwasser gegeben. Und daraufhin hat die Biene gelernt, aha, das ist ein Duft, da kriege ich was zu essen. Und hat angefangen, den Rüssel rauszustrecken. Und am Schluss hat es gereicht, wenn man ihr das Duft, also sozusagen dieses Muster erzeugt hat, dann hat die Biene angefangen, den Rüssel rauszustrecken, weil sie gedacht hat, jetzt kriegt sie was zu essen. Man konnte jetzt sogar das Muster erzeugen durch einen Laserpuls. Er hat also jetzt durch Laserpulse diese Kugeln aktiviert und den Strom erzeugt von außen durch einen Laserpuls genau in diesem Muster. Und was macht die Biene? Sie steckt den Rüssel raus. Also sie hat genau gewusst, aha, jetzt ist mein Duftmuster da, jetzt gibt es was zu futtern. Ja. Also Sie sehen, das ist auch bei der Biene schon abgespeichert wie bei uns. Und damit kann ich das mal zusammenfassen, wie das soweit funktioniert, wie Düfte also bei Menschen wahrgenommen, bei Biene auch wahrgenommen werden. Sie kommen durch die Luft in die Nase. In der Nase diese Duftmoleküle durch das Einatmen in die oberste Etage. Und dort in der obersten Etage, dort werden dann diese Duftmoleküle, müssen die den richtigen Zellen finden, die für sie sozusagen die Schlüssel haben, die Schlösser haben. Die Duftmoleküle, also die blauen Buttersäuremoleküle, ist ein bisschen schwierig, müssen wir wahrscheinlich dunkler machen, aber Sie sehen es hoffentlich. Die grünen Maiglöckchenmoleküle und die blauen und die Moschusmoleküle, die müssen jeweils ihre Zellen finden mit den entsprechenden Rezeptoren. Und wenn sie dort andocken, erzeugen sie die Strompulse in den Zellen und über die Nervenfasern dieser Zellen werden dann diese Strompulse ins Gehirn geleitet und aktivieren diese Kugeln und anhand dieses Aktivationsmuster der Kugel erkennen Sie dann, welcher Duft da ist. Also so geht das jedes Mal, wenn Sie was riechen. Ja, also das passiert hier in diesem Riechhirn, das ist der Bulbus, das ist der Ort, wo diese Informationen hinkommen. Dort wird das auch, und das ist nun das Spannende, wird gleichzeitig auch die Information jetzt erstmal verarbeitet und weitergeleitet. Nämlich, wenn Sie mal schauen, es gibt jetzt zwei dicke gelbe Kabelstränge von diesem Riechhirn aus. Der eine geht in diesen Teil des Gehirns, das ist der Hippocampus, das Gedächtnis- oder Erinnerungszentrum. Der andere dicke Kabelstrang geht in diesen Teil des Gehirns, das ist das limbische System, das Emotions- und das Gefühlszentrum. Das heißt, vom Bulbus, von diesem Riechhirn aus, gehen zwei dicke Nervenkabelstränge direkt in das Erinnerungs- und in das Emotionszentrum, sodass jeder Duft in dem Moment, wo Sie ihn wahrnehmen, wo Sie dieses Aktivierungsmuster erzeugen, zum einen abgespeichert wird im Erinnerungszentrum das Muster und gleichzeitig die Emotionen, die Sie in diesem Moment haben, mit dem Duft zusammen abgespeichert werden und das Ganze als Paket verschnürt und noch mit dem Bild, in dem Sie waren. Das heißt, Sie speichern jedes Mal mit jedem Atemzug dieses Duftpaket ab, das eben aus dem Muster besteht und der Emotion und dem Bild. Und immer wenn Sie dieses Duftmuster wieder erzeugen, wird dieses Paket wieder aufgepackt und es kommt Ihre Emotion wieder mit dem Bild zusammen
und mit der Erinnerung. Und deswegen lösen Düfte eben ständig bei jedem Menschen andere Emotionen aus und andere Erinnerungen aus, weil es eben immer davon abhängt, wann haben Sie zum ersten Mal den Duft gerochen und in welchem Emotionszustand waren Sie und in welcher Situation waren Sie da. Das heißt, Düfte können deswegen natürlich uns natürlich wunderbar für das Essen an Essen erinnern, weil sie natürlich das Duftaroma kennen und je nachdem, ob sie das Essen in dem Moment eben genossen haben oder nicht, hat halt jeder seine Essensvorlieben, der eine mag es, der andere nicht. Das ist im Emotionszentrum so abgespeichert und wenn einer mal schlechte Erfahrungen mit dem Essen gemacht hat und mit dem Duft, kann es sein, dass sogar mit dem Brechzentrum zusammen abgespeichert ist und wenn er den Duft riecht, dann fängt er schon an, sich zu übergeben. Nur weil er den Duft riecht. Ja. Sie können natürlich die Analytik machen mit den Düften, auch wenn Ihr Essen natürlich zum Beispiel verdorben ist. Dieses blöde Haltbarkeitsdatum, da das da draufsteht, das macht ja nur die Industrie und möglichst so kurz, damit sie alles sehr schnell wegschmeißen. Da ist ja nur lange, deswegen nicht, dass es heißt ja nicht, dass es kaputt ist. Was sollten Sie lieber tun? Riechen Sie mal dran. Verlassen Sie auf Ihre Nase, dann wissen Sie genau, ob was haltbar ist oder nicht. Sie brauchen auf das Datum gar nicht schauen. Sondern Ihre Nase sagt Ihnen natürlich, was jetzt gut oder schlecht ist, weil Sie eben auch verdorbene Gerüche gelernt haben zu unterscheiden. Sie haben natürlich sehr viele Erinnerungen daran gekoppelt, an schöne Momente, an das Backen, Plätzchenbacken mit den Eltern oder mit der Mutter oder an Urlaubserinnerungen. Diese Düfte sind alle mit positiven Emotionen verknüpft, manchmal auch mit negativen Emotionen. Das heißt, solche Dinge können Sie dann alle wieder abrufen und das bedeutet, dass Entscheidungen, die Sie treffen für ein Produkt, für eine Wahl, da kommen wir noch drauf im Marketingvortrag, den wir halten werden, dass alle Entscheidungen, die Sie treffen, immer auch Düfte mit einbezogen werden. Also wenn ein Gegenstand einen Duft hat, für den Sie sich entscheiden sollen, dann werden Sie diesen Duft mit einbeziehen, ohne dass Sie es jetzt bewusst zum Teil merken. Und wenn Sie sogar Gegenstände beduften, die normal gar nicht beduftet sind, wo Sie gar keinen Duft erwarten, wo Sie auch gar nicht deswegen wahrnehmen, dass es einen Duft hat, da werden Sie sogar diesen Duft auch mit einbeziehen. Alle Samsung-Handys riechen nach Samsung. Das werde ich Ihnen noch erzählen. Da denken Sie gar nicht dran, dass es einen Duft haben könnte. Aber Sie wählen vielleicht deswegen Samsung aus, weil es eben der bekannte Samsung-Duft ist, den Sie kennen, weil Sie immer Samsung hatten. Ja? Alle Adidas-Schuhe riechen nach Adidas. Gar kein Grund vorhanden, dass der Adidas-Geruch drauf ist. Aber sie sind so geprägt, dass dieser Adidas-Geruch sie natürlich auch dazu verleitet, Adidas-Schuhe zu kaufen, unabhängig von dem, ob sie jetzt bequem sind oder wie sie ausschauen. Sondern das ist ihr Bekanntheitsduft, das kennen sie, dem vertrauen sie. Alle Hotels, alle Hiltons, alle sonstigen riechen nach Hilton. Also jede Entscheidung, wo Duft ist, treffen sie da, selbst für den Partner. Und das wird ja in der nächsten Stunde sein. Wie treffe ich die Partnerwahl über Düfte, Pheromone und Ähnliches? Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wir können jemanden riechen oder nicht. Das hängt davon ab, wie der Duft abgespeichert ist. Die Chemie stimmt zwischen uns. Also das ist alles, was wir erlernt haben. Und wir wissen wirklich, dass es weltweit keinen Duft gibt, den alle Menschen mögen oder nicht mögen. Also Düfte werden durch die Erfahrung, durch die Erziehung, durch den Kulturkreis geprägt. Und darum hat jeder von Ihnen andere Duftvorlieben. Und diese Erfahrung und Erziehung, die beginnt schon im Mutterleib. Das ist das erste System, das bei Embryo funktioniert. Embryonen in der 26. Schwangerschaftswoche riechen schon. Riechen mit der Mutter mit, über das Fruchtwasser, über das Blut der Mutter. Sie riechen über der Mutter mit und es ist schon die erste Riechstunde. Später haben sie keine Riechstunden mehr, in der Schule gibt es das nicht mehr. Völlig bescheuert. Ich weiß nicht, warum wir Zeichenstunden haben und Musikstunden. Ich habe gar nichts davon gehabt. Ich kann nur Strichmännchen zeichnen und singen kann ich auch nicht. Also ich hätte also lieber Riechstunden gehabt. Wir haben keine Riechstunden. Man könnte viel besser riechen, wenn wir das tun würden. Das heißt, wir lernen das Riechen, auch die Bewertung im Mutterleib. Und es gibt ja viele Geschichten, die ja, Sie wahrscheinlich auch alle erzählen können, dass Schwangere eben bestimmte Duftvorlieben haben, bestimmte Essensvorlieben haben in der Schwangerschaft und die übertragen sich auf die Kinder. Also ich hatte eine Mutter getroffen, die hat 3 Kinder und die hat während jeder Schwangerschaft eine andere Vorliebe gehabt. Einmal waren es Gummibärchen, einmal waren es Essiggurken oder sonst was. Die Kinder hatten diese Essiggurken. Die einen waren die Gummibärchenkinder und der andere war das Essiggurkenkind. Also sie lernen im Mutterleib schon die ersten Düfte kennen. Und da gibt es ja auch viele Studien drüber von den Franzosen, die haben das gemacht, ja, mit Anis,
Anisgeruch, ich weiß nicht, ob die Pano getrunken haben oder was immer. Auf alle Fälle, die Kinder dieser Mütter haben bevorzugt später alles gegessen, was mit Anis versetzt war. Bei uns ist eher die Vanille, um ehrlich zu sein. Das heißt also, die Industrie sagt natürlich auch, super, wer Zugang zu den Schwangeren hat, hat schon Zugang zum späteren Verbraucherverhalten. Sie werden schon geprägt dabei. Nun, sie lernen auch den Duft der Mutter kennen. Man weiß also, dass Neugeborene in den ersten Lebensstunden schon, wenn man ihnen einen Duft der Mutter von irgendwoher hinbläst, dass sie sich sofort den Kopf in die Richtung wenden, wo der Duft der Mutter herkommt. Also sie kennen bereits den Duft der Mutter, wenn sie auf die Welt kommen. Den haben sie schon aus dem Mutterleib kennengelernt. Sie wissen natürlich auch, wie die Mutterbrust riecht. Und sie mögen die Milch deswegen so und später Vanille deswegen, sie alle, so, weil in der Muttermilch eine sehr hohe Konzentration von Vanillin ist. Durch viele Speisen, die die Mutter isst, durch Stoffwechselgeschichten. Also die Vorliebe für Vanille kommt auch aus der Muttermilch, natürlich. Ist dadurch geprägt. Jeder weiß natürlich, der Großmutter Apfelskuchen ist immer der Beste. Ja. Ist völlig egal, was so ein Sternekoch einem bietet. Wenn Apfelkuchen auf der Speisekarte steht, wird man immer sagen, ja, der bei meiner Oma, der war aber noch besser. Ja. Oder bei meiner Mutter. Und was machen die Sterneköche? Die haben schon aufgegeben inzwischen natürlich, was die tun ist, die müssen irgendwas Besonderes machen. Die machen dann, finden dann nur noch einen Apfelkuchen mit einem nepalesischen Wildpfirsich oder sowas, das ja keiner kennt. Ja. Das können sie dann machen. Ja. Jeder kennt ja den Brusteffekt. Jeder weiß da mal, aus dem Buch wahrscheinlich, auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust, dieser Keks der Madeleine, ja, wie der die Erinnerung an die Kindheit sofort wieder auslöst. Also es gibt nichts, das sie so schnell und so sozusagen gut in die Kindheit zurückversetzen kann, wie Düfte aus der Kindheit. Das sind wie Zurückbeamen in die Kindheit. Das heißt, wenn sie dieses Duftmuster, das scheint in der Kindheit sehr stabil abgespeichert zu werden und meistens mit positiven Emotionen. Das heißt, je emotionaler sie einen Duft oder in einem je emotionaler Zustand sie einen Duft sind, wenn sie einen Duft riechen, dann umso intensiver wird der abgespeichert. Es gibt so Berichte aus dem Vietnamkrieg von Vietnamsoldaten, die zurückkamen aus dem Vietnamkrieg in den USA. Die mussten zum Beispiel dort die Toten beseitigen. Da mussten sie Benzin drüber schütten und die anzünden, weil sie gar keine Leichen mehr unterbringen konnten. Wenn die heute noch, nach den Jahrzehnten nach dem Krieg Benzin riechen, müssen sie sofort übergeben. Die haben keine Chance. Dieser Benzingeruch hat sich so eingebrannt, dass sie keine Chance haben. Und eine ganz verrückte Geschichte ist auch noch, ich weiß nicht, ob Sie schon gehört haben, von Eichmann, der KZ-Arzt, der also ja ewig gesucht wurde von Israelis, von allen, der ist ja dann nach Brasilien gegangen und er war im KZ und hatte immer ein ganz bestimmtes, ganz komisches Rasierwasser, ein ganz intensives. Und als er in Brasilien dann über Jahre lebte, gab es also einen Blinden, auch im KZ war und nach Brasilien ausgewandert war und dessen Sohn war mit der Familie Eichmann bekannt. Und als eines Tages Eichmann zu ihnen nach Hause kam, roch er diesen Duft. Und er sagte, das ist Eichmann, den kenne ich. Das ist der vom KZ. Und so wurde eigentlich, und er hat dann dem Mossad das mitgeteilt, also die waren gar in der Lage, ihn zu finden. Die haben aufgrund des Duftes eines Blinden, haben die ihn dann in Brasilien entdecken können und Gott sei Dank gefasst. Ja. Sie sehen, das sind intensive Düfte, die man so wahrnehmen kann, die einen in die Kindheit zurückversetzen. Ich durfte erstmal in ein altes Klassenzimmer, ich komme aus dem Schwaben, aus Illertissen, und habe da einen Vortrag gehalten, da hat der Lehrer gesagt, der Bürgermeister, das Klassenzimmer, das gibt es noch, da drüben ist die Schule, die alte, da ist jetzt ein Standesamt drin. Und da können wir reingehen. Ich bin da reingegangen, natürlich waren die es gab keine, gar keine, diese Pulte nicht mehr und diese Sachen, aber es gab offensichtlich noch dieselben Boden, diese Holzboden mit demselben Bonawachs. Ich habe die Tür aufgemacht und habe gedacht, ich sehe meine Klasse vor mir, den Lehrer und die Pulte. Also es war so faszinierend, wie ein Düfte zurückversetzen können in die früheste Kindheit oder in die Heimat. Heimatduft ist ja auch sowas. Jeder hat seinen Heimatduft. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Wenn ich Mist rieche, finde ich toll. Das gab es bei meinem Nachbarn, der hat immer den Mist. Ja. Die Nordlichter, das sind eher so die eben an diese Algen und stinkenden Fische erinnert werden, wenn sie das riechen. Ja. Also jeder hat seinen Heimatgeruch und Heimat ist auch etwas, was ganz ein besonderer Geruch, ein vertrauter, ein Geruch, der einem
auch zurückführt und Ruhe gibt und Geborgenheit vermittelt. Also von daher ist auch ganz wichtig. Und ich kenne einen berühmten Schauspieler, der leider Parkinson hat und der mir gesagt hat, ich habe den Geruchssinn verloren. Und das Schlimmste ist nicht, dass ich nicht das Essen nicht mehr riechen kann, den Wein, den ich genossen habe. Das Schlimmste ist, dass ich meine Heimat nicht mehr riechen kann. Das war für ihn, das ist für ihn ein wahres Trauma, dass er es nicht mehr erkennen kann. Und so hat halt jeder seinen positiven Geruch. Es gibt weltweit ein paar die Gerüche, die überwiegend positiv sind. Das sind so Orangengerüche. Da gibt es offensichtlich sehr wenig negative Erfahrungen mit Orange, auch wenn es ein paar Menschen gibt, die eben keine Orangengerüche mögen. Aber also wenn jemand, zum Beispiel ein Hotel wie Hilton, muss immer sagen, was mache ich denn für einen Geruch? Das muss ja jeder gerne mögen, ob das in Asien ist oder in Amerika oder in Deutschland. Und da wird halt sehr oft Orange genommen, weil das überwiegend positiv ist und die wenigsten was dagegen haben. Oder grünen Tee, das ist auch so ein Geruch, der überwiegend positiv ist. Das ist ein Geruch, wo Sie vielleicht eher sagen würden, das ist eher negativ überwiegend, ja. Ist aber rein kulturkreisbedingt, nur durch die Erziehung. Ich glaube, keiner hätte so richtig Lust, in die nasse Achselhöhle von seinem Nachbarn die Nase zu stecken. Würde ein gewisser Schauder überlaufen. Kommt darauf an, wer neben einem sitzt, aber trotzdem. Das ist reine Erziehung. Ihre Eltern haben sie so erzogen, als sie klein waren, haben sie gesagt, junge Mädel, put Teufel, du schweißelst, du stinkst, das ist ja ekelig. Wenn die ihnen gesagt haben, ach, du riechst ja heute wieder himmlisch nach deinem Duft, das ist ja großartig, wie du heute wieder riechst, dein Körperduft ist himmlisch, dann hätten sie alle eine andere Einstellung. Also das ist wirklich kulturell bedingt. In unserem Kulturkreis ist Schweiß verpönt und wir werden in der nächsten Stunde dann mal hören, wie blöd das ist, warum wir Schweiß nicht mögen. Wir werden Geschichten hören, warum Schweiß so wichtig wäre zu riechen für uns, welche Informationen drin stecken. Aber das ist nun tatsächlich negativ besetzt. Napoleons Mutter hat ihn wahrscheinlich anders erzogen. Er hat nämlich seiner Josephine immer geschrieben, wasche dich nicht, ich komme in 3 Tagen, damit sie auch was ansammelt. Nun, Sie haben natürlich deswegen die Möglichkeit, sehr viele dieser Düfte zu nutzen, diese im Kulturkreis bedingten Düfte zu nutzen, also Neuwagenduft. Ich bin gerade mit dem Fahrer hergebracht worden und er hat sein neues Auto seit 2 Wochen oder sowas. Toll, tolles Auto, aber noch toller ist der Geruch eigentlich. Ja. Ein wirklich wunderbarer Neuwagengeruch, hat es gerade abgeholt in München. Und wenn Sie den so riechen würden, ohne dass Sie jemals ein neues Auto gerochen hätten, dann würden Sie sagen, mein Gott, ist das was Ekeliges. Riecht da zwischen Kleber und Plastik und irgendwas. Da würde kein Mensch auf die Idee kommen, dass das ein angenehmer Geruch ist. Wenn Sie aber jetzt mal auf ein Auto gespart haben oder vielleicht sich gefreut haben und jetzt kommt endlich das neue Auto, Sie machen die Tür auf, dann sind Sie emotional so in einem tollen, in einem emotionalen Glückszustand, dass Sie natürlich diesen Duft sofort in Ihrem Gehirn extrem mit Glück abspeichern und immer wenn Sie ihn wieder riechen, dieses Glücksempfinden wieder haben. Darum können Sie auch diesen Neuwagenduft im Übrigen ja kaufen und wieder nachsprühen, ja. Damit Sie den wieder leben können. Sie sehen auch im Auto, wenn Sie Essensduft riechen, dann haben Sie gelernt, der ist ganz gut, dann fahren Sie schneller, weil Sie Hunger kriegen. Also auch diese Dinge passieren. Und zum Schluss natürlich noch 2 Geschichten, die Ihnen vielleicht auch fürs Leben noch oder für Ihren täglichen Bedarf noch helfen können. Das heißt, wir werden auf Düfte konditioniert. Jeder hat seinen Duft, seine Duftvorlieben. Wenn ich natürlich in einem bestimmten Kulturkreis lebe wie hier, dann gibt es bestimmte Düfte, die meisten Menschen eben positiv beurteilen, auch Essensdüfte oder so, und andere eben negativ. Wenn Sie nach Asien gehen, wird es vielleicht ganz anders sein. Ein Parfümeur nun, oder ein Kollege aus Chicago mal benutzt, hat gesagt, das probieren wir doch mal. Er hat nun also 20 junge Mädchen genommen, die alle jung und schlank waren, hat ihnen alle den gleichen Duft gegeben, nämlich ein blumiges Parfum mit rosa Pampelmusenduft zu mischt. Und hat nun 50 Männer genommen, die an diesen 20 Mädchen riechen ließ. Und die haben in ihrem Riechhirn natürlich diesen Duft mit jung und schlank abgespeichert. Und daraufhin hat er also 20 ältere Damen genommen, die schon fülliger waren, hat die mit demselben Duft beduftet, hat wieder die 50 Männer genommen und gesagt, jetzt schätzt doch mal, wie alt sind die Frauen und wie schwer sind die. Und was ist rausgekommen? Sie ahnen schon, die Frauen, füllige Frauen, wurden in diesen Männeraugen, nicht in Männernasen in diesem Fall, 6 Kilo leichter geschätzt, als sie waren. Die haben sie im Gehirn mit jung und schlank abgespeichert, mit schlank. Und jetzt werden auch füllige Schlanke abgespeichert. Und sie wurden auch noch 6 Jahre jünger abgespeichert, als sie waren, bewertet, weil sie nämlich auch mit jung abgespeichert waren.
Das heißt, Düfte können Sie jünger machen, können Sie schlanker machen. Die Waage zeigt es nicht an, natürlich. Aber die Männernasen sind, wenn sie konditioniert sind, drauf. Und deswegen ist es natürlich wichtig, welches Parfum Sie tragen. Auch darüber werden wir nochmal reden. Das heißt also, das Parfum entscheidet natürlich auch, damit geben Sie ein Statement, eine Art Kleidung, irgendein Statement nach außen ab, wie Sie sich eigentlich selber geben wollen. Ob Sie jetzt jung und dynamisch sein wollen, ob Sie eher irgendwie, dann würden Sie wahrscheinlich so einen jungen, frischen Duft nehmen, so Zitrus oder so, oder ob Sie eher irgendwie bodenständig altbacken, dann würden Sie eher Lavendel nehmen wahrscheinlich. Oder Sie können ja als richtiger Mann, so wie ein richtiger Mann, der riecht natürlich, so wie früher, als die Männer noch gejagt haben und irgendwie von was anderes gemacht haben als heute, die kamen dann mit Lederschweiß und Tabakgeruch nach Hause. Ja. So riechen die richtigen Männer dann für die Frauen. Also das können Sie sich selber, diesen Duft geben. Und das ist auch noch der... Sie können natürlich damit auch sich selber konditionieren. Das heißt, Sie sind konditioniert auf Düfte, die die Parfümerie und Leute natürlich nutzen, aber Sie können sich auch selber konditionieren. Jeder kann sich einen Duft geben, den er erlernt, für eine bestimmte Situation mit ihr zusammenbringt und den er dann nutzt, um sich in diesen Zustand zu versetzen. Also wenn Sie jetzt immer, wenn Sie im höchsten Zustand wären, einen ganz bestimmten Duft riechen würden, dann könnten Sie sich mit diesem Duft immer in diesen Glückszustand versetzen. Was viel einfacher ist natürlich, weil man selten in so einem höchsten Glückszustand meistens ist, ja, den man immer reproduzieren kann. Sie können zum Beispiel Aktivität oder auch Schlaf damit verstärken. Das heißt, also ich habe zum Beispiel meinen Arbeitsduft. Ich habe einen Duft, das ist völlig wurscht, was Sie nehmen. Sie können sich irgendein exotisches, soll nur so exotisch wie möglich sein, den Sie sonst nie riechen. Also irgendein Parfum, das Sie sonst nie irgendwo in die Finger kriegen und riechen. Wenn Sie diesen Duft nehmen und besprühen Ihren Ärmel und immer nur dann benutzen, wenn Sie konzentriert arbeiten wollen. So etwas habe ich jetzt am Schreibtisch stehen. Dann werden Sie diesen Duft, wenn Sie ihn riechen, wird er Ihr Gehirn sofort in den konzentrierten Arbeitsmodus versetzen. Und Sie werden mit diesem Duft wirklich konzentriert arbeiten können. Und da brauchen Sie keine so komischen Dinger hier da irgendwie sich einmummeln, sondern Sie können einfach den Duft nehmen. Sie können dasselbe mit Schlaf machen. Wenn Sie immer denselben Duft nehmen, den Sie völlig auch irgendeinen sich aussuchen, möglichst einen, den Sie natürlich nicht in vielen anderen Situationen auch riechen, sondern immer nur bestimmt in dieser Situation, wo Sie einschlafen wollen, diesen Duft riechen, dann werden Sie feststellen, dass Ihnen dieser Duft mit der Zeit in Ihr Gehirn Schlaf induziert und damit Ihnen auch hilft, einzuschlafen. Also man kann sich auf Düfte konditionieren und dabei lernen Sie auch gleichzeitig die Düfte. Und das ist das, Sie lernen auch bei dieser Konditionierung natürlich riechen. Und ich habe Ihnen schon gesagt, man kann eigentlich durch konsequentes Lernen, mehrmals Lernen oder Riechen am Tag, kann man tatsächlich sein Riechvermögen entscheidend verbessern. Und Sie können natürlich auch Gehirn trainieren. Denn Sie haben vorher den Menschen ins Gehirn geschaut, da werden Emotionen angeschaltet, da werden Erinnerungen angeschaltet. Wenn Sie Düfte riechen, ist ungefähr ein Viertel Ihres Gehirns in Aktivität. Wenn Sie diese blöden Zahlenspiele machen, dieses Sudoku oder Sudoka, wie es Mist heißt, da aktivieren Sie 1% Ihrer Gehirnzellen, die irgendwas mit Zahlen zu tun haben. Das ist ja völlig emotionsloses Zeug. Also Sie können das doch, riechen Sie lieber an dem Ding. Es ist viel gescheiter, wenn Sie riechen. Da machen Sie viel mehr für Ihr Gehirn, Gehirnjogging und Sie trainieren das noch. Das sehen Sie in einem meiner Bücher, sind ganz viele Tipps da drin. Und deswegen zum Schluss und das letzte Bild für heute. Ich habe Ihnen ja gesagt, diese Düfte spielen nicht nur tagsüber eine Rolle, sondern auch nachts. Und deswegen haben wir vor vielen Jahren eigentlich schon mal mit dem Max-Planck-Institut in München zusammen eine große Studie gemacht und konnten das erste Mal zeigen, dass Menschen im Schlaf riechen können. Das war weit umstritten und ist heute noch, es gibt immer noch so vom Umweltpunkt, so plötzliches Zeug, nachts riecht man nicht, ja. Dann braucht man einen Feuermelder. Das ist nicht der Grund, warum man einen Feuermelder braucht, weil man nicht riecht, sondern weil die Konzentration nicht ausreicht. Man fängt nämlich an, von Feuer zu träumen und so vom Lagerfeuer. Das macht es natürlich nicht besser, ja. Das heißt, Sie riechen im Schlaf und Sie riechen im Schlaf und wir haben 4 verschiedene Düfte genommen an den Personen. Wir konnten nur Männer testen, das war das einzige Problem. Da gab es nämlich kein Frauenklo in dem Max-Planck-Institut damals. Also Männer, die durften einmal Skatol riechen. Skatol ist einer der Inhaltsstoffe von Fäkalien. Scheiße auf Deutsch gesagt. So riecht es auch. Wir haben Orange genommen als positiven Duft, weil wir gesagt haben, die meisten von denen mögen den.
und haben den Duft, den Körperduft der Frauen dieser Männer genommen und Luft. Und dann haben wir sie einfach nachts schlafen lassen, haben dann, werden wir den Duft gegeben, immer kurz bevor die in die REM-Phase zum Traum kamen, haben wir den beduftet und haben die Herzfrequenz, die Atemfrequenz gemessen. Da will ich gar nicht näher darauf eingehen. Hat sich ziemlich geändert. Sie können die Herz- und die Atemfrequenz verändern, indem Sie bestimmte Düfte im Schlafzimmer haben. Reden wir auch noch, wenn wir dann über die medizinischen Aspekte reden. Aber es hat sich vor allem der Trauminhalt geändert. Wir haben die Leute nachher geweckt und haben gesagt, wovon habt ihr denn geträumt? Und das war wirklich eklatant, ist auch publiziert alles. Also Orangenduft hat oder Skatol, fangen wir mit dem an, das ist dieser Fäkalienduft. Klar, also Luft gab einen neutralen Traum sozusagen. Es hat also Leute, die den Traum dann nachher gehört haben, die wurde aufgeschrieben und neutralen Personen zum Lesen gegeben, haben gesagt, war das ein schöner Traum oder nicht schön. Also Luft gab ziemlich neutrale Trauminhalte. Aber Skatol hat signifikant die Trauminhalte verschlechtert. Hätten Sie fast schon gedacht, wenn es nach Pupsen riecht, ist nicht so gut. Also, aber Orangenduft hat signifikant den Trauminhalt verbessert. Also Orange im Schlafzimmer etwas Positives, ja. Und das Überraschende war, der Duft der Frauen, dieser Männer, ja, das gute Nachricht für die Frauen, er hat sich auch signifikant verbessert. Die schlechte Nachricht, er war nicht von der Orange zu unterscheiden. Also, mit anderen Worten, wenn Ihr Mann mal nicht zu Hause ist, wenn Sie ihm dann eine Orange aufs Kopfkissen legen, wenn Sie nicht da sind, dann reicht das auch aus. Und damit will ich mich verabschieden, freue mich, wenn Sie nächstes Mal wiederkommen. Da geht es um Pheromone dann. Ich weise nochmal auf die beiden Bücher hin, die können Sie draußen haben. Und wie gesagt, beim nächsten Mal sprechen wir dann über diese Düfte, die uns alle so beeinflussen, die Düfte der Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.